bin Sven Bernecker und ich bin Philosoph. Ich denke, was mich an der Erkenntnistheorie fasziniert, ist die Frage, die auch schon letztlich auf Kant zurückgeht, inwiefern Erkenntnis ein Abbild der Wirklichkeit ist und inwiefern Erkenntnis eine kreative Leistung des Subjektes darstellt. Ich bin in erster Linie Erkenntnistheoretiker. Die Erkenntnistheorie ist die Disziplin der Philosophie, die sich mit der Frage beschäftigt, was Wissen ist, was Wissen von bloßer Meinung unterscheidet, von welcher Art rechtfertigende Gründe sein müssen, wie Wissen übertragen wird von einer Person zur anderen oder von einem Zeitpunkt zu einem anderen Zeitpunkt. Sven Bernecker zählt zu den führenden Philosophen unserer Zeit. Seit 2006 forscht und lehrt er an der University of California in Irvine. Bernecker ist Experte für die Erkenntnistheorie der Gegenwart, die stark von der sprachanalytischen Tradition Amerikas geprägt wurde. Bernecker greift dabei auch auf Positionen der klassischen deutschen Philosophie zurück, um sie für die zeitgenössische Erkenntnistheorie fruchtbar zu machen. Die Erkenntnistheorie hat innerhalb der analytischen Philosophie seit Mitte der 60er Jahre einen wahnsinnigen Boom erfahren. Es gibt mehr erkenntnistheoretische Forschung als je zuvor innerhalb der analytischen Philosophie. Es werden fast jährlich neue Journale gegründet zur Erkenntnistheorie. Es ist eine sehr, sehr lebendige Diskussion. Erkenntnistheoretiker unter sich. Bernecker diskutiert mit seiner Doktorandin Voraussetzungen für den Erkenntnisgewinn. Die Geschlossenheit einer Argumentation, das Sensitivitäts- oder Sicherheitsprinzip. Längst wird die Standardkonzeption des Wissens angezweifelt, wonach eine gerechtfertigte und wahre Meinung als Wissen gilt. Für Bernecker müssen wahre Überzeugungen auf in der Realität nachweisbaren Sachverhalten begründet sein. Dadurch sollen Zufälle ausgeschlossen und die Erkenntnistheorie auch für mathematische Wahrheiten anschlussfähig werden. Die Hoffnung ist, dass diese Konzeption des Wissens, ich nenne sie die identifikatorische Konzeption des Wissens, dass diese Konzeption des Wissens nicht nur eine brauchbare Erkenntnistheorie abgibt, sondern sich auch eignet, dafür in die Wissenschaftstheorie transferiert zu werden. Bernecker legt Wert darauf, in Kenntnis naturwissenschaftlicher Ergebnisse zu philosophieren. Das gilt auch für ein eigentlich psychologisches Thema, das er für die Philosophie wiederentdeckt hat: die Erinnerung. Der eigene Garten zu Hause dient als Inspirationsquelle. Ja, ich finde am Garten so interessant, dass man den Verlauf der Zeit beobachten kann. Und die Zeit spielt natürlich eine wichtige Rolle für die Erinnerung. Die Erinnerung bewahrt Dinge auf über die Zeit hinweg. Und deshalb ist sie auch für uns so wichtig. Erinnerungen an das eigene Erleben machen uns zu der Person, die wir sind, schaffen personale Identität. Doch die Erinnerung ist nicht frei von Täuschung. Bernecker interessiert, inwiefern sie das tatsächlich Erlebte verändern darf, um trotzdem noch der Erkenntnis zu dienen. Meine Theorie in der Erinnerung besagt, der Erinnerungsgehalt muss, wenn er denn abweicht von dem Gehalt der ursprünglichen Überzeugung, in der Form abweichen, dass er nur etwas weglässt, nicht aber etwas hinzufügt. Und es ist genau dieses partielle Vergessen, was dazu führt, dass die Erinnerung Rechtfertigung generieren kann. Vergessen schafft Wissen. Ein einfaches Beispiel. Welche Obstsorten sich genau in der Schale befanden, kann man vielleicht nicht mehr richtig erinnern. Aber dass sich überhaupt Obst in der Schale befand, das kann man gerechtfertigterweise glauben. Denn Obst hätte man wohl nicht mit anderen Nahrungsmitteln verwechselt. Also weiß man, dass Obst in der Schale lag. Die Frage nach den Wahrheitsbedingungen der Erinnerung ist eines der zentralen Themen, die Bernecker an seiner neuen Arbeitsstätte weiter ausbauen will. Im Sommer 2016 wechselt er als Humboldt-Professor von Irvine an die Universität Köln. Dort wird er ein Zentrum für zeitgenössische Erkenntnistheorie und die kantische Tradition gründen.
Kant ist eine solche schillernde und auch bis heute noch relevante Figur in der Philosophie. Und viele der kantischen erkenntnistheoretischen Thesen sind interessanterweise noch gar nicht unbedingt in den Blickpunkt gerückt worden. Und dann gibt es auch neue Themen, die ich mir erschließen möchte. Ich arbeite seit einiger Zeit an der medizinischen Erkenntnistheorie. Das wäre etwas, von dem ich mir auch vorstellen könnte, das an der Uni Köln zu etablieren, eine Verbindung der Humanwissenschaften mit der Medizin.